Gabriele Schwarz von der ÖVP ist am Wort. Herr Bundeskanzler, Vizekanzler, werte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, verehrte Zuseherinnen und Zuseher. Bevor ich zu meinen Notizen komme, zur heutigen Rede komme, möchte ich schon dem Philipp Kucher noch etwas sagen. Philipp, als Mitglied einer Einsatzorganisation müsstest du wissen, dass man nach dem Einsatz evaluiert und nicht mittendrin. Das ist ganz einfach so. Und das, was wir machen seit März, was diese Bundesregierung macht und wir hoffentlich alle mittragen seit März, ist es, einen Kampf gegen die Pandemie zu führen. Und ich freue mich, dass es über weite Strecken, zumindest unter vier Fraktionen in diesem Haus, und da nehme ich dich mit ein, im Gesundheitsausschuss gelungen ist, trotz unterschiedlicher Dinge, trotz unterschiedlicher Ansichten, gelungen ist, mit Respekt und Anstand umzugehen. Da nehme ich deine Rede jetzt aus. Aber ich bin wirklich nicht, ich halte nicht hinten an, dass ich mich bedanke bei allen, die das mitgetragen haben. Auch bei der Parteiobfrau, die über weite Teile wirklich konstruktiv beigetragen. Nur eine Fraktion hat nichts dazu beigetragen. Eine Fraktion ist die, die von Anfang an spaltet und versucht, die Bevölkerung zu trennen. Und das ist wirklich nicht zu gutieren. Wir versuchen seit März, unser solidarisches Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und ich sehe jetzt schon wieder, dass viele gleich die Augen verdrehen und Kommentare kommen. Und ich stehe auch nicht an, mich noch einmal zu bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben. Das ist auf die zurückzuführen, die in diesem System arbeiten, auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite auch auf diejenigen, die Maßnahmen mittragen. Und das ist ein Großteil der Bevölkerung. Und deswegen sind wir im Moment in der glücklichen Lage einer Stabilisierung. Der Lockdown hat geholfen. Und dort, wo wir uns hinbewegen wollen, ist ein weiteres Senken der Zahlen. Wir wollen dieses System nicht bis zum Letzten ausreizen. Das ist uns nach wie vor extrem wichtig. Und damit unterstützen wir die Ärzteschaft, die Pflege. Und ich habe gestern einen Leitartikel gelesen in einer Zeitung, wo ganz klar darin gestanden ist, wenn Sie vielleicht auch nicht den Experten und Politikern glauben, dann glauben Sie denen, die in der Pflege dort ihren Dienst leisten. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche und das unter unheimlichem Druck seit März. Danke dafür. Jeder und jede von uns kann etwas dazu beitragen, indem wir Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten, auch wenn es jedem von uns wirklich schwerfällt. Gerade jetzt vor Weihnachten, ich kann das gut nachempfinden, es wird nicht möglich sein, in gewohnter Art und Weise Weihnachten zu feiern, aber es wird ein nächstes Weihnachten geben, ein anderes Weihnachten geben und heuer wirklich meine inständige Bitte, sich daran zu halten. Und wir können noch etwas dazu beitragen, nämlich uns testen lassen. Denn ich verstehe das eigentlich überhaupt nicht. Wie kann man offenen Auges, ungetestet und nicht wissend, ob man infiziert ist oder weitertragen kann, zu seinen Nächsten gehen? Gerade die Liebsten gilt es doch zu schützen. Das verstehe ich nicht. Und jetzt sage ich Ihnen was. Ich zitiere jetzt etwas. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt flächendeckende Tests. Nur wenn man weiß, wie viele Menschen tatsächlich das Virus in sich tragen und es damit weitergeben können, können die Bemühungen im Kampf gegen die Verbreitung optimiert werden. Ich verstehe die ablehnende Haltung des Gesundheitsministers in dieser Frage absolut nicht. Frage: Von wem stammt dieses Zitat? Norbert Hofer. Und dann kommt von Ihnen die Aufforderung einer Blockade der Tests. Das muss ich jetzt wirklich nicht verstehen. Die Pandemie ist kein österreichisches Phänomen. Die Pandemie ist weltweit nach wie vor eines der größten Probleme der letzten 100 Jahre. Eine Gesundheitskrise, die eine Wirtschaftskrise zur Folge hat. Aber wenn ich darauf pochen möchte, auch weiterhin auf die Solidarität, die wir dem Gesundheitssystem und unseren Mitmenschen entgegenbringen können, halten wir Abstand, tragen wir Masken, waschen wir uns die Hände, lassen wir uns testen, dann bitte ich Sie, behalten Sie das immer im Hinterkopf, auch für die nächsten Tage. Ich bedanke mich bei allen, die diese Maßnahmen mittragen, und ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest, ein ruhiges Weihnachtsfest in der Hoffnung auf ein Jahr 2021, das uns auch durch die Impfungen, auf die mein Kollege Josef Smolle dann eingehen wird, sicher Erleichterungen bringen wird. Danke für alle, die mithelfen. Bleiben Sie gesund. Sagt Gabriele Schwarz. Sie ist seit 2017 Abgeordnete der ÖVP. Sie ist zuständig für Gesundheit. Sie ist zudem stellvertretende Generalsekretärin der ÖVP und stellvertretende Stellvertreterin des Klubobmanns August Wöginger.